Hi und herzlich willkommen. Wir wollen uns heute einmal ganz kurz mit dem Thema Barcode-Generator, Strichcode dann halt am Ende uns kümmern. Das heißt, wir haben eine Liste mit verschiedenen Nummern und wir wollen aus diesen Nummern dann halt am Ende auch dann Strichcodes machen. Gibt ganz viele Videos dazu, wie man das ganz schnell und einfach dann halt mal in Excel realisieren kann. Und das ist eine Möglichkeit, mal über die Schriftart das Ganze zu machen. Das funktioniert auch, aber sehr eingeschränkt. Und ich möchte gleich nochmal ein bisschen mehr darauf eingehen und vor allem auch einen Weg aufzeigen. Ja, das ist hier nicht der beste Weg, meiner Meinung nach. Und wir werden uns gleich einen anderen Weg nochmal anschauen. So, was ihr braucht in der Vorbereitung, dass das Ganze nachher funktioniert. Also, was wollen wir machen? Wir wollen eine Zahl haben, die wir dann nachher erstmal als Strichcode kodieren können. Und wollen dann hier über die Schriftart, in dem Fall Libre Barcode 39, die habe ich jetzt runtergeladen dafür, das in diese Schriftart umwandeln. Damit das Ganze jetzt auch sauber funktioniert, muss das eingeschlossen sein durch führende und abschließende Sternchen. Das heißt, wir schreiben uns eine Funktion, setzen hier jetzt mal ein Sternchen rein. Ich sollte das Ganze noch mal kurz, damit man es gleich besser lesen kann, noch mal in der Schriftart ändern. Und hier nehmen wir auch wieder Calibri. So, und das heißt, wir haben hier unsere Funktion, Hochkommata, Sternchen, Hochkommata, verknüpfen das Ganze in dem Fall jetzt mit unserer Nummer, die wir gleich auch kodieren möchten, und setzen dahinter jetzt auch nochmal wieder ein schließendes Sternchen. Das braucht der Codetyp am Ende, damit er auch richtig ausgewertet werden kann. So, jetzt haben wir dann heißt mal diesen Wert hier drin stehen, können uns die Formel einmal nach unten ziehen. Nicht wundern, warum die Zahlen sich ändern. Ich war zu faul, mir hier Zufallszahlen oder grundsätzlich Zahlen auszudenken. Deswegen habe ich jetzt einfach hier aus dem Zufallsbereich Zahlen genommen. So, jetzt gehen wir hier hin und ändern jetzt mal für diese Spalte jetzt auch dann halt die Schriftart auf. In dem Fall Libre Barcode 39. Und wir haben jetzt theoretisch unsere Barcodes erstellt. Aber ihr seht schon, so ganz toll sehen die nicht aus. Und die sind auch relativ dicht beieinander. Das heißt, man muss hier jetzt immer schon ein bisschen aufpassen, wenn man die jetzt abscannen möchte. Und man hat so einen ganz feinen Scanner oder man druckt sich das auch noch aus in der Größe hier. Unter uns keine Chance, dass irgendein Scanner das jetzt immer auch wirklich am Ende sauber erkennt. Das sieht immer mistig aus. Und da kommt meistens auch nur Krüppelkram bei raus. Grundsätzlich, Code 39 ist eine Codeform, die man dann halt am Ende verwenden kann. Ich zeige euch hier nochmal kurz die Schriftart. Ihr könnt einfach bei Google Libre Barcode 39 eingeben. Unter Google Fonts, Get Font, im Prinzip ladet das runter. Installiert euch das auf dem Rechner, dann habt ihr das in allen Standard-Applikationen auch als Schriftart ist mal hinterlegt und könnt diese auswählen. Aber es gibt heißt mal ganz viele verschiedene Barcode-Formen und klassischen, ich habe die hier mal in Word aufgezeigt. Das ist halt jetzt hier unser Barcode 39. Das heißt, der hat hier die Codierung dahinter. Dann gibt es noch den Barcode 128. Das ist eigentlich so der Standard, den ich, wenn überhaupt, dann halt mal nutze. Gibt auch hier den EAN-Code. Das heißt, das kennt ihr wahrscheinlich auch jetzt mal, von euren Produkten, die ihr kauft. Da sind immer diese mittleren Innen- und Außen und dann halt mal zwischendurch dann nochmal diese längeren Linien dazwischen. Das sind alles definierte Codesprachen. Müsst euch das ähnlich vorstellen. Ich sag mal, unser Vokabular besteht ja, ich sag mal, im Kern nur aus dicken Linien, dünnen Linien und Abständen. Und daraus am Ende werden diese Codes gebildet. Das ist wie bei uns in der Sprache, wo wir ein Alphabet dahinter haben. Das heißt, wir haben jetzt mal die römisch-lateinischen Ziffern und Buchstaben. Die benutzen wir im Deutschen, als auch im Spanischen, als auch im Englischen und bilden daraus dann halt am Ende die Sprache. So, und das bedeutet eigentlich hier Barcode 128. Ne, das kann man sich vorstellen, das ist meinetwegen die deutsche Sprache. Barcode 39 ist Englisch und EAN 13 ist dann halt, sagen wir, in dem Fall Italienisch. Und das sind immer, sagen wir, andere Interpretationen. Das heißt, sie müssten am Ende auch einen Scanner haben, der natürlich dann halt diese Formate lesen kann. Alle gängigen Scanner können das heutzutage auch. Das heißt, da ist denen relativ egal, ob da 128 oder 39, die interpretieren das schon richtig. Aber nichtsdestotrotz gibt es da noch ein paar Unterschiede. Thema Prüfsumme und so weiter und so fort. Das Thema ist immer so ein bisschen fehleranfälliger. Und ich habe jetzt hier auch nochmal
ist das Thema mit der Font. Und am Ende steht uns jetzt hier in Word natürlich auch zur Verfügung. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt hier ändern. Und dann habe ich jetzt hier meine Font. Und ich muss sagen, wenn ich das ausdrucke und versuche abzuscannen, kommt da nur Müll bei raus, weil das ist viel zu klein. Das heißt, ich muss das auch erstmal in die richtige Größe bringen und damit man das lesen kann. Das gleiche habe ich auch halt in Excel dahinter. Ne? Das heißt, hier, wenn es zu klein ist und ihr wollt das wirklich ausdrucken, euer Drucker muss natürlich dann halt immer auch hier die einzelnen kleinen Linien drucken können. Ansonsten müsst ihr das alles wesentlich größer machen. Auch wenn jetzt irgendjemand mal auf die Idee kommt und macht daraus, ich sag mal, einfach mal eine fette Blockschrift, ne, dann seht ihr im Prinzip, dann habe ich nur noch, eigentlich habe ich einfach nur noch Schmuder drin. Das heißt, ich müsste das so viel größer machen, dass das, na, geht gar nicht mehr, ne. Da kommt keine vernünftige Zahl bei raus. Mal kurz rückgängig. Ich wollte euch jetzt aber einen anderen Weg zeigen, wie das Ganze meiner Meinung nach viel, viel besser geht. Das heißt, wir haben jetzt mal hier unsere Liste erstellt, haben die auch abgespeichert, haben die abgelegt. Das ist jetzt hier einfach nur eine Produktliste. Ich habe jetzt hier irgendwelche Werte ausgewählt und wir möchten das Ganze jetzt sauber in eine strukturierte Liste mit Barcode übernehmen, entweder am PC zum Bearbeiten, in der Regel aber wahrscheinlich eher, ich sag mal jetzt hier im Lager zum Scannen etc., wo man gerade ist, wo man da einen Ausdruck von hat. Und dafür nutzen wir Word. Und in Word gehen wir, ich mache jetzt einmal eine neue Datei, ein leeres Dokument fertig. So, und da gehen wir auf Sendung und sagen jetzt hier Seriendruck Verzeichnis. Das heißt, wir wollen da ein Verzeichnis erstellen, dann Empfänger auswählen. Vorhandene Liste verwenden. Wir verwenden unsere Excel, die wir vorhin gemacht haben. Wenn euch hier bei Datenquellen das Ganze nicht, also ihr könnt natürlich auch navigieren, eure Excel nicht angezeigt wird, einmal hier umstellen, dass alle Dateien angezeigt werden. Ne? Dann habt ihr hier, ich sag mal, auch die Excel dabei. Die öffnen wir uns jetzt und sagen, welches Tabelle wollen wir dann am Ende auch haben. In dem Fall ist das bei mir die Produkte. Und jetzt sieht man hier schon, ich sag mal, bei den Empfängerliste bearbeiten. Da habe ich jetzt immer die entsprechende Arbeitsplatz drin, habe meine Produkte drin, habe die Nummer da drin. Jetzt noch eine weitere Spalte mit Code 39 Font. Die brauchen wir gleich nicht mehr. Und wir machen das jetzt einmal anders. Wir wollen als erstes eine Überschrift haben. Dafür am Ende fügen wir uns einmal kurz eine Kopfzeile an. Das muss in der Kopfzeile stehen, weil ansonsten im Prinzip erarbeitet jetzt diese Liste in diesem Seriendruck, beziehungsweise in der Sendung, dann halt es immer einfach auch stumpf von oben nach unten ab. Und wir wollen ja nicht immer dann halt einen Header. Das heißt, wir wollen eigentlich jetzt hier nur den Namen drin stehen haben. Ne? Und den Namen drin stehen haben. Und fragen jetzt hier den Barcode zum Produkt ein. Ne? Also Name, Produkt und dann halt den Barcode. Mal das Produktname daraus machen. So, damit ist unsere Kopfzeile auch fertig. Und jetzt gehen wir dann halt sozusagen in die Seriendruck hinein, sagen bei Sendung. Wir wollen jetzt hier als erstes ein Feld einfügen. Das soll ja unser Name sein. Dann wollen wir den Barcode einfügen. Dafür nehmen wir die Feldfunktion, gehen auf Steuerung 9, fügen uns ein neues Feld ein. Sagen jetzt hier Display Barcode. Wo kommt das? Da kommt gleich jetzt immer unsere Nummer rein, die wir codieren wollen. Das machen wir gleich im Anschluss. Und jetzt schreiben wir noch, welche Art von Code wir machen möchten. In dem Fall Code 128. Jetzt sagen wir, unter dem Code soll auch der Text stehen. Das machen wir dann halt mit /t. Dann sagen wir nochmal, die Größe können wir auch mit angeben, damit dann halt nicht so ein großer kommt. Das machen wir mit h als Parameter und sagen dann halt meinetwegen, ja, 1200 ist ein ganz guter Wert. So, jetzt wollen wir hier nochmal, was zu vercoden ist, einzutragen. Das ist ja dann halt unsere Nummer. Das heißt, wir fügen jetzt hier unsere Nummer ein und schwuppdiwupp sind wir fertig. So. Das ist auch erstmal soweit in Ordnung. Wir können jetzt auch hier sozusagen noch mal ein bisschen durchscrollen. Und das sieht eigentlich erstmal so quick und dirty eigentlich ganz in Ordnung aus. Einzelnes Dokument in der Vorschau. Den einmal fertigstellen und zusammenführen. Einmal auf alle. Und jetzt seht ihr schon, ich sag mal, was ich vergessen habe. Da hinter der Zeile nochmal ein Enter zu machen. So, ich mache jetzt nochmal eine kleine Trennlinie da rein. Weil ansonsten schreibt er die wirklich, dann heißt er mal, also sobald er mit dem hier fertig ist, geht er wieder, ist er auf das nächste Produkt, also Name, trägt den ein und geht dann heißt er mal sozusagen immer weiter hier durch. Und jetzt durch, indem wir an der letzten Stelle dann halt einmal nochmal Enter gemacht haben, den Zeilenumbruch,
macht er dann auch automatisch immer einen Zeilenbruch. Dann teilst du mal jetzt hier noch einmal die Linie rein. Fertig ist das Ganze. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal von vorne an. Und jetzt haben wir es eigentlich relativ sauber drin. Jetzt müssen wir noch einmal kurz die Linie. So hast du die jetzt nicht mitgenommen. Aber da kann man halt immer entsprechend rumspielen und sich da ist immer am Ende auch dann. Ist es so. Nur wieder will es nicht so, wie ich das will. So, kann man entsprechend mit rumspielen und man kann sich jetzt auch eine Tabelle machen etc. pp. Man kann das alles immer am Ende auch verdrucken lassen. Und so habt ihr jetzt immer auch wirklich dann halt eine Liste aus eurer Excel-Tabelle, mit der nachher auch wirklich gearbeitet werden kann. Und wenn ihr jetzt auch neue Scanner bekommt oder ihr wollt den Code ändern, das könnt ihr natürlich auch machen. Das heißt, ihr geht hier jetzt mal in die Feldfunktion und sagt halt jetzt nicht Code 129, sondern Code 39. So, zack, bang. Und Vorschau, und ihr habt jetzt hier den Code 39 drin. Das heißt, ihr müsst auch da immer nur eine Stelle ändern. Könnt euch das abspeichern. Wenn ihr eure Datenquelle im Hintergrund dann halt immer auch ändert, ändert sich natürlich dann auch jetzt hier ist immer sozusagen die Inhalte. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Produkte nochmal rausnehme, und sag jetzt mal hier Zellen löschen. Ich habe jetzt nur noch 4 Produkte drin. Das Ganze ist gespeichert. Und 1, 2, 3, 4. Ihr seht, also jetzt hat das noch nicht ganz aktualisiert. Müssen wir gleich einmal kurz speichern. So, einmal auf Sendung. Und jetzt gehen wir auch nochmal Kettestellen zusammenführen. Und dann habt ihr da jetzt immer auch die passenden Datensätze drin. Das heißt jetzt nur die 4 Produkte, die wir haben, auf eine Seite. In der Regel erweitert ihr das ja, ne? Aber wenn sich die Datenquelle da im Hintergrund ändert, ändert sich dann auch hier euer Seriendruck. Das ist meiner Meinung nach der deutlich bessere Weg, um dann heißt immer aus der Excel-Tabelle auch wirklich Barcode zu bekommen. Weil ich habe lange überlegt, ob es irgendeinen für mich guten Use Case gibt, also irgendwas, wo man auch wirklich damit arbeiten möchte, dass man dann halt hier direkt scannen kann. Und wie gesagt, wenn ich jetzt das hier sehe am Ende und ich habe nur so ein kleines Feld auf dem Monitor und ich habe schon einen relativ großen Monitor, da weiß ich nicht, ob die Scanner, also ich habe es mit dem Handyscan versucht, da kam nur Müll bei raus, weil er natürlich dann halt immer in die nächsten Zeilen alles mit reingelesen hat und so weiter. Ich habe da keinen Use Case wirklich für gefunden. Also klar, im Prinzip, ich bin irgendwo in irgendeiner arbeitenden Liste ab, habe das meinetwegen auch ausgedruckt oder im Prinzip wie hier, habe dann halt immer sozusagen meine Checkliste, kann mir hier dann natürlich noch Checkboxen bauen und so weiter und so fort. Alles, was ich im Word machen kann, kann ich hier auch einfügen und kann die aber dann auch sauber abscannen. Finde ich persönlich viel eleganter und viel mehr Möglichkeiten. Ne? Ich bin nicht nur auf Code 39 beschränkt. Ich habe das Thema mit der Prüfziffer und so weiter, habe ich alles nicht. Kann auch 128, kann ERN-Codes ausdrucken, kann heißt immer auch einen QR-Code ausdrucken. Das heißt, mit relativ wenig Aufwand können wir jetzt auch hingehen und daraus dann halt mal einen QR-Code machen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht Code 39 nehmen, sondern in dem Fall schreiben wir nur QR da rein. Und ne, haben dann auch unseren QR-Code dazu. Ne? Je nachdem, was ich brauche, bin ich da so viel flexibler und habe einmal ein Konstrukt, was ich auch immer wieder erweitern kann. Ne? Das heißt, wenn da mehr Daten dazukommen, wenn es weniger Daten sind, wenn sich das Codewort, also sprich die Nummer, ist immer nochmal ändert, kann ich es anpassen. Wenn ich neue Geräte bekomme, kann ich es anpassen. Ihr seht, ich bin davon ein Fan und von den anderen Lösungen nur sehr eingeschränkt. Wenn euch da ein guter Use Case einfällt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren, wo ich in einer Excel-Tabelle halt in der Größe, dass das Ganze ist immer auch nochmal übersichtlich ist, dass ich da ist immer auch mehr als 5 Produkte drin habe. Ich kann natürlich jetzt hier ewig größer machen, aber dann sehe ich auch nicht mehr wirklich was auf dem Monitor. Wenn ihr dann einen guten Use Case habt, schreibt mir das echt bitte in die Kommentare. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Vielleicht unterschätze ich das Ganze auch.
Und ach, noch eine Sache fällt mir ein, Code 39. Denk dran, der kann nicht unbedingt jeden Code verarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Ganze jetzt mal sozusagen noch weiter verbinde mit bestimmten Sonderzeichen, wir nehmen jetzt mal einfach hier zwei, drei Sonderzeichen, hier fünf Sonderzeichen dazu und dann seht ihr schon, hey, so richtig wirklich die Sonderzeichen, also auch da Code 39 relativ eingeschränkt. Gibt es andere Codeformate für, wo man dann halt mal diese Zeichen auch abbilden kann. Und das geht dann aber auch alles mit einer Schriftart nicht mehr in dem Umfang. Okay, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da und lasst ein Like da. Und wenn nicht, dann lasst einen Kommentar da und sagt mir, was ich besser machen soll. Ansonsten bedanke ich mich, wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und wenn noch Fragen sind, wir hören uns, wir sehen uns. Bis dann, ciao, ciao.